Jetzt die Nachrichten mit Pastor Alex. Guten Tag, liebe Rema-Kids. Und jetzt die Nachrichten. Moment. Ich sehe hier gerade nur schlechte Nachrichten. Nur schlechte, aber Jesus ist doch gekommen, um uns gute. Wir fangen einfach nochmal an. Und jetzt gute Nachrichten mit Pastor Alex. Willkommen, liebe Rema-Kids, zu den guten Nachrichten. Jesus ist gekommen, um uns gute Nachricht zu bringen. Er hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er sagt, er vergibt uns alle unsere Schuld und heilt alle unsere Gebrechen. Auch wenn wir wandern im finsteren Tal, so fürchten wir doch kein Unglück, denn er ist bei uns. Er beschützt uns. Er sagt, wir sollen uns um nichts Sorgen machen, sondern zuerst nach seinem Reich trachten. Dann wird uns alles gegeben, was wir brauchen. Das ist ja interessant. Wir sollen uns keine Sorgen machen, sondern nur auf König Jesus schauen und uns nach seinem Reich ausstrecken. Und dann wird uns alles gegeben, was wir brauchen. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Was bedeutet das denn? Moment. Wir schalten jetzt zu unserer Bibelgeschichte. Als Jesus zu der Menschenmenge und seinen Jüngern sprach, sagte er, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nichts und sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel, viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut euch die Lilien auf den Wiesen an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich auch keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in all seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind und ins Feuer geworfen werden, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Guck mal,
Seht ihr das? Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Silbermünze. Das ist eine Unze reines Silber. Und guckt mal, wie das strahlt. Guckt mal, wie das glänzt. Wisst ihr, was mit dieser Silbermünze passiert, wenn man sie ein bisschen liegen lässt und so ein bisschen benutzt hat und angefasst hat? Dann sieht so eine Silbermünze ganz schnell so aus. Seht ihr das? Ganz schmutzig. Die ist immer noch genauso viel wert, aber sie sieht nicht mehr so schön aus. Sie läuft an, so nennt man das. Sieht fast aus wie Rost, aber ist nicht wirklich Rost. Aber vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr habt schöne neue Schuhe. Ihr freut euch über eure Schuhe. Wolltet die schon immer haben und endlich bekommt ihr sie und dann geht ihr raus und ihr spielt und dann werden sie schmutzig. Das ist kein Problem, die kann man dann wieder sauber machen, aber irgendwann gehen sie auch kaputt. Oder vielleicht eure Lieblingshose oder vielleicht ein Lieblingsspielzeug. Vielleicht habt ihr euch schon immer mal ein Spielzeug gewünscht, habt es bekommen, aber irgendwann vom vielen Spielen oder ist es runtergefallen, ist es kaputt gegangen. Vielleicht habt ihr das gleiche Problem mit euren Handys. Vielleicht wolltest du schon immer ein Handy haben und auf einmal fällt es runter und jetzt ist es kaputt. Oder vielleicht ist es einfach nur alt und du kannst nicht mehr das machen, was du machen willst mit deinem Handy oder mit deinem Computer. Vielleicht ist dein Computer einfach nur zu alt geworden. Am Anfang freust du dich ganz doll und dann irgendwann ist die Freude weg. Und du hast nicht mehr so viel Spaß daran und du freust dich nicht mehr so sehr dran. Aber du hast dich doch mal so gefreut, das war dir doch mal so wichtig. Du hast davon geträumt und du hast dir das gewünscht und du konntest es kaum erwarten und du warst aufgeregt und dann irgendwann ist die Aufregung weg und der Spaß ist weg und die Freude ist weg. Nichts auf der Erde hält ewig. Und Jesus sagt dazu, und wir wollen das mal nachlesen, wir wollen unsere Bibel aufschlagen und wir... Was? Habe ich was vergessen? Oh ja, jetzt ist wieder Bible Time. Wir wollen das in unserer Bibel lesen, wir wollen das aufschlagen und zwar in Matthäus Kapitel 6. Wir lesen Matthäus Kapitel 6 und Verse 19 bis 21. Da hat Jesus nämlich Folgendes gesagt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe danach graben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wisst ihr, Gott hat uns so viel auf der Erde gegeben, woran wir Freude haben sollen. Gott hat uns so viel geschenkt, was wir genießen sollen. Gott möchte, dass ihr Spaß habt. Gott möchte, dass ihr Freude habt, liebe Rema-Kids. Gott möchte, dass ihr euer Leben genießt. Ihr sollt euer Spielzeug genießen. Ihr sollt euer Handy genießen, wenn ihr eins habt. Ihr sollt Spaß haben mit eurem Computer. Vielleicht bekommst du auch manchmal schon ein bisschen Taschengeld. Daran sollst du dich freuen. Das soll etwas Schönes für dich sein. Das darfst du richtig gut finden. Du sollst das sogar genießen und sollst dich daran freuen. Aber alles auf der Erde wird irgendwann vergehen. Wird irgendwann kaputt. Oder weg sein. Und was ist dann? Wenn dein Handy kaputt ist oder zu langsam. Wenn dein Computer nicht mehr die Spiele spielen kann, die du gerne spielen willst. Wenn dein Spielzeug kaputt ist. Wenn deine tollen Schuhe kaputt sind und man kann sie nicht mehr reparieren. Was ist dann? Bist du dann immer noch fröhlich? Bist du dann immer noch gut drauf? Bist du immer noch happy, dass du Jesus kennst und dass er gute Nachrichten für dich hat und dass er gute Pläne für dich hat? Oder bist du traurig und findest das alles ganz doof und weißt gar nicht, wie du das ohne die ganzen Sachen noch aushalten sollst? Daran kann man ganz gut erkennen, wo unser Schatz ist.
Jesus und sein Reich bleiben nämlich ewig. Und Jesus hat gesagt, wo unser Schatz ist, da wird unser Herz sein. Das, was uns so wichtig ist, was für uns wie ein Schatz ist, das wird bestimmen, ob wir fröhlich sind, ob wir Frieden im Herzen haben, ob wir glücklich sind. Das, was du als deinen Schatz ansiehst, das bestimmt all diese Dinge in deinem Leben. Und Jesus hat gesagt, ich möchte gerne, dass deine Freude von mir abhängt. Und wenn du merkst, dass du, wenn dein Spielzeug nicht mehr da ist oder wenn du dein Handy mal nicht haben darfst, weil Mama und Papa vielleicht auch gesagt haben, nein, jetzt gibt's mal kein Handy für eine bestimmte Zeit, nein, jetzt darfst du nicht Fernsehen gucken, nein, jetzt darfst du mal nicht Computer spielen. Wenn du dann merkst, dass du dich gar nicht mehr freuen kannst, oh oh, dann merkst du, dass dir diese Dinge ein bisschen zu wichtig sind. Denn wir können uns immer freuen, weil wir Jesus haben. Und wenn du glaubst, dass, wie du angezogen bist, dass dich das glücklich macht, dass total wichtig ist, dass du immer die tollsten neuen Sachen hast, wenn das ist, was dich glücklich macht, dann wirst du später ganz doll enttäuscht werden. Weißt du warum? All diese Dinge werden mal alt und gehen kaputt. Was ist dann mit deiner Freude? Was ist mit deinem Glück? Bist du dann immer noch happy? Ja, weil Jesus doch dein Schatz sein soll. Weil Jesus doch gesagt hat, ich möchte dein Leben sein und ich möchte dein Glück sein. Das geht aber nur, wenn du nicht für dein Handy lebst oder dein Computer oder deine Spielsachen. Du darfst sie genießen, aber Jesus ist das Wichtigste in unserem Leben. Wenn wir Jesus an erste Stelle stellen und wenn wir zuallererst sein Reich suchen, uns nach seinem Reich ausstrecken, dann hat Jesus versprochen, dass er uns alles geben wird, was wir brauchen und noch mehr. Jesus will dich segnen. Und wenn du nur auf deine Spielsachen guckst oder auf deine Klamotten oder auf dein Handy oder auf deinen Computer und wenn das dein ganzes Leben ist, dann wirst du nie das Leben, das Gott für dich hat, genießen können. Und das Leben, was Gott für dich hat, das ist immer da. Egal, ob dein Handy funktioniert, egal, ob dein Computer geht, egal, ob deine Spielsachen noch die neuesten sind, ob deine Klamotten die besten sind, völlig egal. Wenn du auf Jesus achtest, hat er gesagt, ich mach dich happy, ich mach dich glücklich. Und er hat gesagt, wenn du meinen Willen tust, wenn du König Jesus dienst, dann wird König Jesus seinen Schatz öffnen und wird aus seinem Schatz dir alles geben, was du brauchst und noch viel, viel mehr. Wenn du dich zuallererst um das kümmerst, was Jesus für dich hat, dann wird Gott sich auch immer um dich kümmern und dich mit allem anderen versorgen. Wir wollen jetzt was ganz Tolles zusammen basteln, und zwar eine Schatzkiste. Es geht ja heute um das Schätze sammeln, also habe ich uns eine Schatzkiste sowohl mit Bibelversen gemacht, als auch natürlich mit ein paar Edelsteinen. Und ganz wichtig, wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Ja? Also ganz wichtige Verse drin, die euch einfach für die Zukunft begleiten können. Wo findet ihr dieses Blatt? Natürlich unter unseren Downloads. Dann braucht ihr noch eine Schere und ihr braucht ein paar Stifte. Und ich habe mir zur Sicherheit natürlich meinen Spitzer geholt. So, als allererstes würde ich jetzt erstmal das anmalen. Das ist einfacher, wenn das Papier noch so schön groß ist. Ja? Meine Schatzkiste, die soll außen braun sein. Das bedeutet, hier unten, das ist der äußere Bereich, den male ich jetzt braun an. Wie immer nehme ich mir schön meine Hand ein bisschen als
Abstandhalter, aber wir schneiden es ja nachher eh ab. Also theoretisch ist das auch hier wiederum egal, ob wir da ein bisschen nach unten drüber malen. Nach oben hin schön fein arbeiten. So. Oh, bin ich ein bisschen drüber. Das Äußere meiner Holzkiste auf dieser Seite schon fertig. Das Innere meiner Holzkiste, das möchte ich so ein bisschen, als ob das Gold ist, haben. Ja? Die Verse da drin sind ja auch wirklich Gold wert. Also das male ich innen. Das hier ist das Innere des Deckels der Schatzkiste, das hier oben. Spitzen. Seht ihr, so ein Spitzer dabei zu haben, ist immer eine gute Sache. So. Oh, das leuchtet schön. Wer weiß, vielleicht habt ihr sogar richtiges Gold, also richtige Goldfarbe zu Hause. Dann ist das natürlich noch was Besonderes. Oder vielleicht sieht euer Kasten ja innen ganz anders aus. Also, ist ja euer Schatzkasten. Hier muss ich jetzt außen rum malen. Ne? Nochmal anspitzen. So. So. Schön um die Edelsteine drumherum und um das Herz drumherum. Und jetzt kommt das Herz. Ich male meins rot an. So. Und dann kommen unsere Edelsteine. Und ich mache einen schönen grünen Edelstein. Dann einen blauen. Dann mache ich so einen gemischten, der ist so ein bisschen blau und grün. Mal gucken, ob das was wird. So, und noch einen lilanen. Schönes dunkellila und hier mache ich so ein ganz hell lila, ganz leicht, nur so ein bisschen. Der schimmert nur so. Und das mache ich auf der anderen Seite auch mit Rot, sodass es wie so leicht rosa schimmert. Ganz leicht. So. So, und jetzt schneiden wir das mal aus. Okay. Schön außenrum schneiden. An der schwarzen Linie und hier oben, da schneidet ihr bitte nur das Weiße weg. Hier in der Mitte
wo es nur schwarz ist, das muss bleiben, sonst ist euer Deckel kaputt. Ja? Das heißt, hier muss ich jetzt schon wieder zurückschneiden. Ich mache das aber von der anderen Seite besser. So rumschneide ich, dann komme ich da besser dran. Seht ihr? Und jetzt kann ich da schön drum rumschneiden. Na, Schere. Dieser Seite wieder knapp bis zur Mitte und dann schneiden wir von dieser Seite hier wieder knapp bis zur Mitte. So. Und seht ihr hier, das ist dran geblieben, ne? Ganz, 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 ganz wichtig. Sonst, wenn ihr das aus Versehen abschneidet, dann nehmt ihr euch nachher einfach ein bisschen Klebeband und klebt es wieder an, okay? So, und jetzt können wir den Deckel hier einmal umknicken an dieser schwarzen Linie. Na, dann ist unser Kästchen zu, okay? Und damit das jetzt auch wirklich aussieht wie ein Kästchen hier oben, setzen wir hier diese schwarzen Linien nach oben hin fort, ja? Ja. Ups. Und malen den Rest auch da wieder braun an. So ein bisschen festhalten, das wackelt jetzt ein bisschen. So. Wenn man da so drüber malt, dann sieht man auch gar nicht mehr, dass die Schrift darunter vielleicht so ein bisschen zu sehen ist, wenn ihr hier drüber malt. Kann man das gar nicht mehr sehen. Ups, muss man echt vorsichtig sein. Ein bisschen anspitzen. So, und jetzt ist das Schatzkistchen fertig. Und wenn man es aufmacht, dann sieht man da den Schatz drin. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch noch ein Schlüsselloch da reinmachen. Ja, das heißt, wir machen uns hier in die Mitte so ein Viereck. Dann machen wir einen Kreis hier oberhalb und ein Dreieck, das davon ausgeht. Zeige euch das mal. Dann sieht das so aus. Moment. So, schaut mal. Hier habe ich ein Viereck außenrum gemacht. Dann hier oben ein Kreis und dann ein damit verbundenes Dreieck. Und das sieht dann aus wie ein Schlüsselloch. Jetzt ist es eine richtige Schatztruhe, die nur mit einem besonderen Schlüssel geöffnet werden kann. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Basteln. Auf die Plätze.
fertig, los. Und hier kommen unsere Wiederholungsfragen. Frage Nummer 1. Wo sollen wir Schätze sammeln? Erstens in der Erde, zweitens auf der Erde oder drittens im Himmel? Richtig, im Himmel sollen wir Schätze sammeln. Und die nächste Frage. Was ist da, wo unser Schatz ist? Erstens unser Fuß, zweitens unser Herz oder drittens unser Gehirn? Was ist da, wo unser Schatz ist? Natürlich unser Herz, genau. Und die nächste Frage. Um was sollen wir uns zuerst kümmern? Erstens um Gottes Dinge, zweitens darum, was wir essen und anziehen werden oder drittens um unsere Familie. Was denkt ihr, was ist richtig? Erstens ist richtig, wir sollen uns zuerst um Gottes Dinge kümmern. Und die nächste Frage. Und wer wird sich dann um uns kümmern? Erstens der Weihnachtsmann, zweitens der Osterhase oder drittens unser himmlischer Vater. Welche Antwort ist die richtige? Ihr wisst das schon, ne? Drittens ist richtig. Unser himmlischer Vater. Und auf zur letzten Frage, unserer Lernversfrage. Der Lernvers, ihr kennt ihn, der heißt: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Matthäus 7, Vers 21. Wie passt denn der Lernvers zu unserer Geschichte? Erstens, wenn Gott unsere Nummer 1 ist, dann tun wir seinen Willen. Oder ist es zweitens, wenn wir unseren Schatz im Himmel sammeln, ist auch unser Herz im Himmel? Welche Antwort ist die richtige? Das ist schwer, nicht wahr? Erstens ist richtig, genau. Wenn Gott unsere Nummer 1 ist, dann tun wir seinen Willen. Aber ihr kennt mich schon gut, oder? Denn zweitens ist auch richtig. Wenn wir unseren Schatz im Himmel sammeln, dann ist auch unser Herz im Himmel. Gut gemacht. Sagt mal, habt ihr Spaß gehabt heute? Bei der Bastelarbeit, bei den Wiederholungsfragen, vielleicht auch bei unserer Lektion. Habt ihr Spaß gehabt? Hat euch das Freude gemacht? Das darf es. Ihr sollt Freude haben. Jesus möchte, dass ihr euch freut an all den wunderbaren Dingen, die er euch gegeben hat. Aber wenn diese Dinge mal vergehen und wenn sie nicht mehr da sind, dann schaut weiter auf Jesus. Jesus ist ein Freund, der immer bei euch bleibt. Jesus ist der Allerbeste. Und er hat gesagt, er wird nie von euch weggehen. Jesus wird nie alt. Jesus wird niemals sagen, ach, jetzt habe ich genug von dir oder von dir oder von dir. Das wird Jesus nie sagen. Jesus hat dich so lieb, wird immer bei dir sein. Und er hat gesagt, ey, wenn du zu mir kommst und zuallererst immer auf mich schaust, dann werde ich schauen, dass du alles hast, was du brauchst. Und dass du immer Freude hast und dass du immer happy bist, egal was um dich rum passiert, egal was die Leute versuchen, dir einzureden. Ich bin immer für dich da, sagt Jesus. Und das wünsche ich dir, dass du das immer erlebst. Und wenn du das mal nicht erlebst oder sich das komisch anfühlst, dann geh zu Mama und Papa und sag, könnt ihr mit mir beten? Ich fühle das gerade nicht. Das ist komisch. Ich merke das gerade so nicht in meinem Leben. Könnt ihr mir helfen? Und deine Mama oder dein Papa, die helfen dir bestimmt total gerne. Und wenn du in der Gemeinde bist, wenn du sonntags im Gottesdienst bist, dann kannst du auch gerne zu uns kommen, zu der Rebecca oder zu mir und kannst sagen, Pastor Alex, Pastor Rebecca,
könnt ihr mit mir beten? Weil ich weiß, dass Jesus möchte, dass ich fröhlich bin. Aber das ist gerade nicht so und ich brauche da ein bisschen Hilfe. Jesus will dir helfen und wir wollen dir auch helfen. Und wir hoffen, dass du eine ganz, ganz, ganz tolle Woche hast. Und vergiss nicht, alles, was wir haben, kommt von Jesus.